Bitte, Vivien, lass endlich meine Haare in Ruhe. Aber so sieht es viel besser aus. Und wenn du vielleicht bald auf einer Bühne stehst, da könnte ich ja deine Modeberaterin werden. Sieht aber nicht aus wie eine Kopie von dir. Bestimmt Schlimmeres. Morgen, Tilly. Weißt du, wo Tatjana ist? Sie geht hier an ihr Handy. Die ist heute tierisch früh aufgestanden. Wollte spazieren gehen. Was ist passiert? Tut dir irgendwas weh? Du hast mir doch versprochen, mich anzurufen, wenn du mit dem Rad fährst. Kannst du hell sehen? Hast du gewusst, dass meine Kette reißt? Das passiert nicht normal. Ja. Sind Jungs immer so seltsam, wenn sie in einen verliebt sind? Sag mal, weiß dein Vater eigentlich, dass sein Sohnemann um Geld pokert? Ich bin dran, Alter. Ich hab mir den Tommy mal vorgenommen. Der hat total Schiss, dass seiner Freundin was passiert. Der hängt an der wie eine Klette. Du hast doch gesagt, ich soll's so machen, oder? Ich hab dir gar nichts gesagt. Verstanden? Klar, verstehe. Wärst du völlig durchgeknallt? Stell dir vor, die Kette wäre mitten auf der Straße gerissen. Die hätte vor ein Auto fallen können. Was redest denn du da? Ich besorg dir dein Scheißgeld. Aber lass Sophie in Ruhe. Okay. 50 Euro. Bis heute Abend. Sonst lasse ich mir bei deiner Sophie was Neues einfallen. Scheiße. Bis heute Abend? Bei einem Zinssatz von 2,48% Zinsen wegen 900 Euro in 7 Monaten 13 Euro Zinsen? Komisch. Ich hatte was ganz anderes. Mich immer. Sie tut so, als wäre alles okay. Aber Munirs Abgang hat sie echt getroffen. Eine Trennung ist nie leicht. Bei der 3 habe ich auch 21.052 Euro und 63 Cent. Kann ich dir irgendwie helfen, Tommy? Ja. Kannst du mir Geld leihen? Oh Mann. Ich bräuchte ein bisschen mehr. 50 Euro. Wie bitte? Wofür? Naja, ein Geschenk für Sophie. Das ist viel zu viel für ein Geschenk. Ja, es ist fürs Schlauchboot. Das brauchst du doch erst im Sommer. Ja, ja, schon, aber ich hab da so ein super günstiges Angebot gesehen. Im Internet. Sorry, Mann. Selbst wenn ich wollte, ich hab nicht mehr. Ich bin total blank. Hey, pass doch auf! Vivien, kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ja. Mach ich doch gern. Du bist ja ein echter Kavalier. Danke. Kannst du mir vielleicht ein bisschen Geld leihen? Wie jetzt? Du kriegst es auch wieder. Oh, wie nett. Na dann halt nicht. Könnt ihr mir vielleicht ein bisschen Geld leihen? Monatssinn ist ganz schlecht. Frag doch mal Vivien. Die hat immer Geld. Okay, danke. Hi. Sophie. Ach, übrigens, tut mir leid, dass ich dich heute Morgen so angemotzt habe. Kein Problem. Hör mal, hast du vielleicht ein bisschen Geld für mich? Ist echt wichtig. Wieso denn das? Das ist schwierig. Das darf ich dir nicht sagen. Tja, wenn ich sag, bekommst du auch kein Geld. Du hast auch was davon. Es geht um eine Art Geschenk für dich. Du brauchst mir doch nichts schenken. Schon gar nicht von meinem eigenen Geld. Das ist doch eine tolle Sache. Mal ein paar Jahre raus, woanders unterrichten. Ich habe damit schon gar nicht mehr gerechnet. Soll ich ihm mal was sagen? Unverhofft kommt oft.
Machen Sie jetzt bloß nichts Übereiltes. Es gab eine Zeit, da hätten Sie drei Kreuze gemacht, wenn ich nach Afrika gegangen wäre. Und jetzt würde ich es umso mehr bedauern. Jetzt haben Sie eine Tochter. Was sagt denn Tatjana dazu? Sie weiß von dem Brief. Und es ist ja auch noch gar nichts entschieden. Kann ich mal zu meiner Mutter? Die Tochter. Ich habe über den Brief nachgedacht. Tatjana, diese Bewerbung, diese Austauschstelle. Ist eine wahnsinnige Chance. Wäre es ja verrückt, wenn du das nicht machen würdest. Das wollte ich nur sagen. Okay, dann. Danke. Ist Emma da? Nein, ist sie nicht. Aber warte doch, sie holt sich gerade nur einen Tee. Willst du sie wohl auf anschnurren? Naja. Na dann viel Glück, ich bin dann mal weg. Ich glaube, ich warte doch nicht. Sie freut sich bestimmt, wenn du da bist. Und ein bisschen Gesellschaft tut ihr gut im Moment. Sophie, sie schließt ihr Fahrrad auf. Schätze, sie muss es schieben. Durch den dunklen Park. Alleine? Naja, nicht ganz alleine. Lass Sophie in Ruhe, sie hat dir nichts getan. Dann bring das Geld. Ja, mach ich ja. Heute Abend, an der Schule. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.